Hallo, hallo. Es ist Mitte November, es ist kalt, nebelig, düster. Da bin ich auch so dick eingepackt. Ja, ich gehe heute mal spazieren. Lockdown light, Auftragslage, bescheiden. Und ja, ich dachte, jetzt gehe ich mal eine Runde in den Wald und arbeite ein bisschen an zukünftigen Projekten. Gehe ein bisschen Video-Footage sammeln. Ja, einfach mal runter spazieren, mal sehen, was dabei entsteht. Ja, ich sehe gerade, ich bin gleich bunt angezogen wie die Umgebung. Also es werden heute wahrscheinlich eher Schwarz-Weiß-Fotos entstehen. Ja, mal sehen, ein paar Sachen ausprobieren. Ein paar Sachen habe ich schon im Kopf, mal sehen, was passiert. Ja, warum ich zwei Kopfhörer habe? Mit den einen höre ich Musik, mit den anderen hörst du mich. Okay, ja, wie schon gesagt, ich spaziere jetzt gerade Richtung Wald und mal sehen, sobald mir ein Motiv unterkommt, halte ich dich am Laufenden. So, ich habe jetzt auch schon mein erstes Motiv gefunden. Hier diese Hütte, die neben der Straße steht. Dahinter ist ein bisschen Wald. Die Straße ist, könnte schöner sein und ein bisschen Wiese. Ja, und ich werde einfach mal versuchen, eine Perspektive zu finden, wo das dann gut aussieht und dann ein Foto machen. Vorher, nachher. Ja, hallo, ich bin jetzt im Wald angekommen. Es ist ja erträglich kalt. Könnte wärmer sein. Es hat der Herbst so an sich. Ich bin jetzt seit, ich glaube, so über einer Stunde unterwegs. Ihr hört an den Umgebungsgeräuschen nichts. Herrlich, ist angenehm. Ja, das Schöne am Wald. Lockdown light. Trotzdem gibt es noch Plätzchen auf der Welt, wo man wirklich komplett alleine in Ruhe spazieren kann und naja, wie ein Verrückter mit Handy und Kamera rumlaufen und jede Menge Selfie-Videos machen und Spielereien ausprobieren. Das bringt mich schon zum Thema. Ja, welche Hardware habe ich mit? Total spektakulär. Ja, das Handy, das filmt mich gerade. Den DJI Osmo Mobile, der verfolgt mich gerade. Und ja, im Rucksack habe ich noch eine kleine, klitzekleine Spiegelreflexkamera. Bis jetzt habe ich ein paar Making-of-Fotos gemacht, aber noch nicht mehr. Ja, ansonsten, ich bin ja mitten in der Natur. Hey, genießt die Natur. Spazieren gerade jetzt ist viel Bürozeit und viel drinnen sein und ja, so quasi Ausgangssperren, solche Scherze. Da macht das draußen natürlich schon Spaß, ein bisschen in Bewegung kommen. Okay, aber wir kommen zurück zur Fotografie. Ja, die ersten paar Motive habe ich schon. Weit bin ich noch nicht gekommen. Irgendwie bleibe ich alle paar Meter stehen und irgendwie haben es mir heute die Schwammerl angetan. Also eigentlich wollte ich mehr Landschaftsaufnahmen machen und Wald und keine Ahnung, irgendwas Dramatisches. Aber es sind so viele coole, wirklich extrem kleine Pilze oder Schwammerl, keine Ahnung, ich kenne mich da nichts auf. Neben dem Weg oder mitten im Wald. Ja, ich nehme dich auf, einfach mit auf die Reise und zeige dir einfach ein paar Bildmotive und wie ich sie gemacht habe. Vielleicht kommt dann im Nachhinein auch ein bisschen Bildbearbeitung, aber mal sehen. Dich überraschen. Kann man mit dem Handy auch einen unscharfen Hintergrund erzeugen? Die Lieblingsfrage, die immer wieder kommt. Ja, möglichst nah ran, zum Beispiel hier. Und Fokus neu setzen. Und schon der Hintergrund unscharf. Tja, hier kommt doch schon der nächste Tipp. Möglichst nah ran und möglichst tief runter. Also ich sage bei den Workshops immer, das Beste, ja, das beste Hilfsmittel in der Fotografie sind die Füße. Nah ran ans Motiv und ja, probiere auch mal die Perspektive zu wechseln und zu ändern. Ja. So wie in diesem Beispiel, ich habe hier die Kamera einfach, das Handy, beinahe das Handy genommen und auf den Waldboden gelegt. Also für mich das wichtigste Utensil beim Fotografieren, vor allem beim Spazieren. Leichtes Equipment, das was gerade dabei ist,
Handy und ja, ordentliche Handyhülle am besten stoßfest. Der nächste Klassiker ist die Perspektive. Meistens wird von oben irgendwo drauf fotografiert und erst wenn man rangeht nach unten, wird das Motiv erst interessant. So, jetzt wird spannend und ich hoffe, ich kann dir das auch im Video irgendwie zeigen. Wirklich cool, also mit dem Handy fotografiere ich irrsinnig gerne so spontane Schnappschüsse, weil die Bauform eigentlich genial ist. Ja? Das heißt, die Kamera befindet sich meistens ganz im oberen Teil des Gehäuses und somit kann man sehr, sehr nahe an den Boden ran. Das heißt, mit einer normalen Spiegelreflex oder größeren Digicam kommt man gar nicht so gut ran. Und so wie hier ist noch eine leichte Böschung und da hinten dieses kleine Schwammerl, ja, sieht dann so aus. Und gemacht habe ich das, ich drehe jetzt mal die Kamera um, indem ich hier möglichst nahe ran bin. Oh, das ist mein Motiv. Und dann die Kamera umgedreht habe oder das Handy und dann bin ich rangekommen. Und so kommt man zu so einem Foto. So. Und hey, an alle Saubatteln da draußen, ja? Schweinderler im Wald, nehmt einen Müll mit. Und ganz schnell noch, was ich vorher vergessen habe, ja, es ist Nachmittag, wir haben Winterzeit und tja, 16.30 Uhr, Sonnenuntergang. Also, ja, für alle, die fotografieren und filmen, so ein bisschen Sonnenuntergang, Sonnenaufgang schauen. Ich meine, heißer Tipp, es wird recht schnell dunkel. Tja, eine kleine Runde gegangen. Ah, nein, ich bin ja nicht auf Gangster unterwegs, aber die Frisur fordert ein bisschen Kopfbedenken bei den Temperaturen. Ja, da im Hintergrund fließt die Raab. Ich hoffe, die sieht man ja. Ja, hey, cool. Ziemlich cool. Sitzt hier direkt am Wasser. Ja, ich glaube, Wasser. Ja, okay. Ich glaube, wichtigster Tipp, die Pointe siehst du Wasser. Jetzt da. Immer deine Aufnahmen kontrollieren. Das ist das Schöne am Digitalen. Also das war früher zu Analogzeiten, hat man die Überraschung erst später immer erlebt. Jetzt im Digitalen, ja, ich habe jetzt gerade ihren letzten Clip kontrolliert und da ist scheinbar das Mikro hier aus dem Ohr gefallen und ich habe es nicht mal mitbekommen. Sehr professionell. Okay, however, du kriegst jetzt noch ein paar Impressionen. Lass Daumen hoch, gefällt mir, konstruktives Feedback, schreib mir einfach, schreib mir WhatsApp, schreib mir E-Mail, schreib auf dem Kanal, wo du das gerade siehst. Und ja, ich lasse jetzt einfach noch ein paar Impressionen da und werde mich jetzt noch ein bisschen spielen und wenn ich mir die Uhrzeit so ansehe, in ein paar Minuten geht die Sonne unter. Also meine Reise geht jetzt nicht hier weiter, sondern hier, komme dann irgendwo raus und werde dann wahrscheinlich schon im Dunkeln heimgehen und gleich an den Schnitt dran setzen. Okay, ciao, bis zum nächsten Mal. We'll be right back.
Nachtrag für alle Profis, die auch öfter spazieren gehen. Konzentriert euch ein bisschen mehr auf den Weg. Ich bin jetzt aus dem Wald raus und vor lauter Fotografieren und Filmen und Natur genießen habe ich doch irgendwie einen anderen Weg genommen als geplant. Also ja, auch Spontanausflüge sind bei mir doch ein bisschen durchdacht und überlegt. Und jetzt kam ich raus, sah, wo ich rauskam, steht jetzt mitten im Nirgendwo und laut Navi am Handy geschätzte Gehzeit, also mit dem Auto kein Problem, ja, 10 Minuten, geschätzte Gehzeit 1 Stunde 10. Ich bin jetzt doch schon länger unterwegs, als ich angenommen habe, bin doch recht früh weggegangen und ja, die Sonne geht jetzt dann irgendwo hinter dem Nebel dann bald unter und ich denke mal, es wird dunkel, bis ich wieder zu Hause bin. Also, ja, dieses Video kommt vermutlich später als gedacht. However, kann passieren mit einem Nachtspaziergang auch noch. Okay, in diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.